Es wird. Endlich Ladebildschirm. Schade, dass man die Questgeber nicht einfach anrufen kann. Ne? Oder? Also, Handys, dies, das? Man muss immer hinlaufen und sagen, ja, ich bin übrigens hier. Und dann redet die kurz mit einem und dann gibt sie einem was. Die können das doch per Post schicken hier. Echt? Soll das? So. Oh, Engramme. Ach, richtig, du sagst es. So, hallo Dri erstmal. Mal sehen, was wir hier haben. So, ich habe auf jeden Fall 3 Waffen bekommen. Nice. Oh, und Prämie. Diese Gruppe, ein Paket, legendärer Gegenstand, Upgrade-Material. Geil. Was hab ich denn jetzt da Cooles gekriegt? So, jetzt muss ich... Also auf jeden Fall nochmal eine Handfeuerwaffe. So. Aber die geben mir ständig Handfeuerwaffen. Oh nein, jetzt habe ich auch mal so eine... Jetzt habe ich auch mal so eine Pistole, die richtig geil Damage macht, aber... Glaube ich keinen Magazin Sinn. Magazin 8 geht mit der noch. Das Impulsgewehr ist eigentlich ganz nett. So, das Ding hier schrotte ich schon mal. Dem Ding, das ist ein Scout-Gewehr. So? Noch ein Scout-Gewehr, dann mache ich das nochmal weg. So. Feuer. Habe ich noch gegriffen? Ach da. Brustpanzer, der ist nicht geiler. Weil der würde Stärke hochtreiben. Hm. Ich glaube noch ist das nicht so wichtig. Dem Ding. Handfeuerwaffe, Automatikgewehr, Impulsgewehr, Scoutgewehr. Ich heb mir einfach immer von allem was auf. Das ist bei Stufe 2. Ja, plus Stärke ist ganz gut so. Finde. Ja, vor allem ich brauche für meine Daily, muss ich glaube ich Kills mit diesem lila Zeug da machen. Mal gucken. So, irgendwas konnte ich doch upgraden. Ist besser? Nee, das ist nicht besser. Kann ich das jetzt upgraden? Oh, mir fehlt ein Rüstungsmaterial. Ist das bitter? Stellt Superenergie wieder her, sobald ein Gegner mit einer Granate ausgeschaltet wird. Ja, nice. Das nehmen wir mal. Aber ich kann jetzt halt noch Dailies abgeben, dann müsste ich ein Level 20 sein. Ich glaube, da habe ich nichts, was ich abgeben kann. 2. Granatenrufweite, damit ich sie noch weiter wegwerfe. Ich bin Level 20 jetzt. Dann geht's jetzt. Hey, ich glaube, ich habe noch nichts abgeschlossen. Oder was habe ich abgeschlossen? Oder ich kann hier schon wieder was upgraden. Ah, ich habe was abgeschlossen. Training, das auf Tempo und Härte fokussiert ist. Nö. Das kann ich machen. Blitzgranate. Eine auf allen Oberflächen haftende Granate, die regelmäßig Blitze aussendet. Als würde der Typ mir schon wieder was geben. So, jetzt kann ich jedoch dieses neue Ding nehmen. Mal sehen, was du da draußen. Und das hier kann ich wegmachen. Sei vorsichtig. Dann müsste ich doch ein Rüstungsmaterial kriegen. Geil. Und jetzt kann ich hier nämlich die Brust upgraden und bin... Oh, ein besseres Scout-Gewehr. Da bin ich doch glücklich. Magazin 17, oh yes. Gott sei Dank. Guck einmal noch ganz kurz beim Waffen-Heini. Ja. Bei Banshee. Ab und zu hat er auch mal sowas, so eine Überraschung für einen parat. Kann ich jetzt weiter rutschen? Toll. Eine Schrotflinte. Oh, da mit dieser Waffe abgefeuerte Projektile verfolgen jetzt Ziel. Ja, das nehme ich dann mal. Das ist ein Scharfschütze. Ein Raketenwerfer hat jetzt Ziel verfolgend. Das finde ich gut. Wie geil ist das, bitte? Das finde ich richtig gut. So, war da noch irgendwo? Hat mich auch jemand... Nein. Okay. Jo, dann hin oder, ne? Oh, das ist gleich zweimal questmäßig zum Reden. Einmal die Ares will mit uns reden und dann der Titane nochmal, okay. Was willst du denn, Mädchen? Der Kriegsgeist ist sicher. Der Kriegsgeist ist sicher. Erwacht. Okay, Tempel Mond, bevor Crota wiederhergestellt ist, zerstöre das Gefäß, das ihn an diese Welt bindet. Geh zum Tempel auf dem Mond, bevor Crota seine volle Macht erreicht. Geil. Tempel auf dem Mond, ey, nichts lieber als das, Madame. Sehen wir uns an. Mir wurde übrigens verraten, dass man, es gibt wohl die Möglichkeit, irgendwann dieses Schwert zu bekommen, mit dem wir schon mal gespielt haben. Mhm. Voll geil. Gefällt dir, was du siehst? Oh! Ui. Noch einen neuen Umhang. Der ist jetzt nochmal geiler. Und eine neue Suche. Irgendwelche Fragen? Geil. Ja, Suche. Sehr cool. Erreiche Level 30. Mache ich, sobald das. Also, ich gebe Gas. Oh, ich habe einen Helm, der ist irgendwie geiler. Wie immer. Guck ich mal, wie der Umhang ist. Durch Nicht-Hüter-Kills. Mein Umhang ist eigentlich stärker damit. Los. Er sieht schöner aus. Intellekt hilft mir, glaube ich, auch überhaupt nicht weiter, ne? Ich glaube, ich brauche Stärke. Das Ding hier.
muss meinen zerfetzten Umhang nehmen, weil der andere ist nicht so gut. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen anderen Helm. Weil ich habe mir einen anderen Helm jetzt geholt. So, Intellekt verringert die Abklingzeit der Arkus-Klinge und du kannst sie häufiger einsetzen. Finde und verwende Rüstung. Achso, das ist diese Arkus-Kills, die ich machen muss, muss ich mit meiner Arkus-Klinge machen. Ich habe ja so Leer-Dinger. Leerwaffen. Ach, Vex. Wir haben tatsächlich auch Vex besiegt. Das waren dann diese Viecher, diese etwas größeren Viecher, als wir gerade unterwegs waren, okay. Ich muss auf jeden Fall. Mir wird angezeigt zum Turm übrigens. Leerwaffenkills, genau, das Leer habe ich da. Das sind die Granatenkills. Das sind die. Wir haben Majors und Besessene getötet. Und die Arkus-Waffenkills. Achso, und muss ich also mit meiner. Muss auch mal gucken, was leere Waffen heißt. Leerwaffen sind diese Waffen, die dieses lilane Symbol haben. Ah. Die den lilanen Schaden machen. Besser. Das meine ich zumindest mitbekommen erhöht zu haben. Die Angriffskraft, dass diese Waffe mehr Schaden verursachen kann. Kann ich drüber diskutieren. Klar mache ich das. okay, warte mal. Die mit dem lila Symbol. Habe ich primär keine? Ah, ich habe gar keine, die das hat. Shit. Na egal, ja, das Daily läuft mir ja nicht weg. Guck mal gerade, das mit diesem Arkus-Waffen, das ist irgendwie... Arkus-Klinge. Lade deine Klinge mit Arkus-Licht auf und wenn ich so feine mit Blitzen hast, das ist dann irgendwie... Ach, ich habe keinen Plan. Ich weiß auch nicht. Schreib's in die Kommentare, ich vergesse es dann wieder. Das wurde mir schon so oft erklärt und ich sitze jedes Mal hier davor wieder wie so Kevin, wenn's blitzt. Ach, übrigens, da läuft gerade Kevin. Hallo, Kevin! Gut. Orbit oder what? Ja. Gut. Gehen wir mal weiter dieser Quest nach. Das heißt, wir müssen jetzt auf den Mond... Ja, hieß es ja zumindest, ne? Die sind alle Stufe 40 und wir stehen hier rum. Die werden sich denken, boah, was sind das denn für Babos? Was sind das denn für Babos? Ah? Orbit? Zeig dich? Ja, der ist halt zuckerfrei, der braucht ein bisschen länger, da ist er nicht so hyperaktiv. Naja, ist... Na, hat Vor- und Nachteile, sag ich mal. So, genau, wir müssen auf den Mond. Der befindet sich dort... Und da sehen wir das Erwachen. Ozean der Stürme auf dem Mond. Level 14 Story. Ja gut, wir sind immer noch ein bisschen höher. Gehe zum Tempel von Crota und zerstöre Crotas Seele. Ja geil. Ja, das finde ich gut. Crotas Seele zerfetzen, das wird richtig gut. Oh, wir können unmöglich machen. Ah nee, können wir nicht. Da 240 plus. Okay, never mind. Nee, danke. Wir haben ja so Not teilweise today. Schon zu tun. Mit Sterben. Ja. Ja, das auch. Bin ich schon mal... Nee, heute bin ich noch nicht. Ich bin noch fällig. Ich bin noch fällig. Du bist auf jeden Fall noch fällig. Ich, ja. Einmal vielleicht bin ich gestorben. Ja, ich hab gar nicht hingeguckt. Das ist gar nicht passiert. Sechs von uns begaben sich hinunter in den Abgrund. Ich war überheblich genug zu glauben, dass wir Crota besiegen könnten. Aber die Schar hat sich seine Seele geschnappt, bevor wir ihn zerstören konnten. Und dann war nur noch Verderben um uns herum. Wir haben versagt. Du darfst nicht versagen. Zerstöre Crotas Seele. Gut. Kein Druck auf unseren Schultern oder so. Nee, ich fühle mich auch total entlastet. Aber ich liebe die Synchronstimme. Ich finde, das ist so gut gesprochen. Das stimmt auf jeden Fall. Synchro ist toll. Jo, wir nannten das, wo wir Crota zum ersten Mal sahen, einen Tempel. Geh. Finde ihn und mache den Tempel zu seinem Grab. Finde ihn und mach den Tempel zu seinem Grab. Finde ich ja erstmal spontan eine gute Idee so. Es klingt zumindest nach einem machbaren Plan, denn Dinge kaputt machen können wir ganz gut. Das kriegen wir hin. Hier müssen wir um die Kurve. Aber Kurven fahren ist doch nicht so mein Ding in dem Teil. Ich bin schon wieder angegriffen. Nein, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen Crotas Seele zerstören. Okay. Wollte ich dir zur Hilfe eilen, aber... Na, was sollen die machen? Mir hinterherlaufen? So, ich bleib doch mal stehen hier. Wir kämpfen. Richtig, ich will dich umbringen. Wir verstecken uns in der alten Mondbasis dort vorne und warteten auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Wir waren mutig, aber wir waren nicht bereit dafür. Okay. Ah, hier waren wir auch schon. Aber. Okay, ich bin wieder völlig zielfremd. Wo ist denn hier noch einer? Da ist einer um die Ecke noch. Das ist ein Gramm einsammeln. Hä? Hast du ihn getötet? Ich würde sagen, er ist desertiert. Gut. Wir müssen... Aha, oben ist er. Huch. Ich kann das nicht mit dem Fliegen.
bin da nicht so gut drin. Hier oben noch mehr? Nö. Genau, wir müssen weiter in die Richtung. Ich hol mir mal mein Fahrzeugvieh wieder. Okay, brumm brumm! Oh, hier sind, da oben ist definitiv was. Ja, die Ecke kennen wir doch schon. Okay, dann kümmere ich mich mal. Wow, okay. Die one-shottet echt gut. Wenn ich damit was treffen würde. Hallo! Hier oben jetzt ist doch Action, oder hast du die hier oben gerade weggeräumt? Oh ne. Ich bin gerade dabei. Ups. Mit dem präzise sein ist heute nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Brauche auf jeden Fall noch 11 präzise Kills. Betritt den Tempel. Yeah. Was sagt es? Betritt den Tempel von Krota. Das ist das da unten, wo wir früher immer schon mal waren. Oh, guck mal, da können wir einen wiederbeleben. Wehtun. Oder? Ich nee. Sagen. Oder ist hier? Nee, hier rum müssen wir runter? Tatsächlich. Da, wir waren schon mal im Tempel von Krota. Weißt du noch? Da, wo wir das, so, die Uschi zum ersten Mal gesehen haben. Ja, genau. Dieses Teil. Und dann sind wir immer tiefer reingekommen. Nur wenige von uns haben es über die Schlucht geschafft. Die Felsen rissen auf. Die Schar lauerte in einem Hinterhalt. Für diejenigen, die es hineinschafften, war es schlimmer. Oh, fuck. Bleib am Leben. Mhm. Bleib am Leben. Ja, das ist nett gesagt. Aber ja, das Hexe ist halt auch so. Hexi down. Ah, ne. Hexi nicht down. Hat sich nur geportet, die blöde Kinder. Ja, in der Tat. In der Tat, weil es die Haarwurzel verlängert. Komm, dann hol ich halt wieder die Schrotze raus. Was soll's. Wenn der richtig trifft, dann macht die ja Schaden. Ich muss ja nur treffen lernen. So, super ist bereit. War hier nicht eine Hexe? Ja. Mhm. Oh nein, ich bin viel zu weit gesprungen. Und sie hat noch Schild. Jetzt hat sie kein Schild mehr. Ich bin einmal getroffen. Ich habe es perfekt geschafft, um sie drumherum zu schießen. Und das ist eine Kunst. Ich bin mit meinem Super einfach an ihr vorbei. Ja, der ist aber auch schwierig zu kontrollieren. Okay, ich glaube, wir sind keine Viecher mehr. Da können wir dann weiter nach unten. Hier lang, genau. Oh, oh. Mir schwebt ganz Böses vor. Naja, wir waren ja schon sehr weit unten. Down. Da unten ist noch was. Oh, das ist ja, das klingt ja nach richtig übel. Uiuiui. Party. Hey, der Witzka. Voll, ich habe schon wieder die Dinger hinter mich geworfen. Huch, schön. Das war so ein Effekt-Kill. Da hinten ist noch was. Oh. Ein Dicker. Oh, dann schießt doch noch was auf mich. Bin ich noch gerade was gewesen? Nein. Schön, okay, der Ritter ist da. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Ja. Ja, nachladen. Ich brauche nur noch 5 präzise. Das klingt überhaupt nicht nach einladen und so. Ich kenne dieses Geräusch. Beeil dich. Ja, nur kein Stress machen. Kein Stress, Leute. Was ist... Ich höre jetzt hier die ganze Knuspern und Knacken. Ja, da sind so ein paar Viecher explodiert. Okay, da brauchen wir noch mehr. Komm her, du Akolytensau. Okay, jetzt mach ich euch fertig. Zack, zack. War doch noch einer. Zack, 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 zack. Super ist bereit. Oh, ich muss mich durchzuschnitzeln. Geil. Ich hab präzise Kills abgeschlossen. Ach komm, hier, friss das. Nice. Oh. What happened? Ich hab ihm das direkt in die Fresse geworfen. Sehr gut. Der ist einfach explodiert. Schön. Ich meine natürlich tragisch. Tragisch. Armer. Tragisch. Man lacht nicht, das macht man nicht. So. Also wie viele präzise Kills brauche ich denn noch? 5. Ich habe ja scheinbar doch was getroffen. Ah, das Ritual hat begonnen. Hat du das gehört? Ja, das bedeutet, wir müssen Gas geben. Warte, das ist nur so ein Dingsbums. Da kann man Schaden drauf machen. Kann man? Das Dingsbums. Ja. Oh. Gerade meine Fette. Da unten ist aber ein bisschen was.
Vorsicht! Hoi! Ich mag meinen Raketenwerfer. Was war das? Weiß es nicht. Huch. Das, hat jemand gerade eine Elektrogranate geworfen? Weiß es nicht. Oder Freund, was? Ich mach mal super. Ach, wow. Die explodieren, die Viecher. Ja, das sind diese bösen Explodierenden. Das war deswegen gerade so ein wunderschöner Overkill. Okay. Ah, nee, nicht von hier schon wieder. Was? Huch, alles gut. Bin ich selber erledigt. Oh oh. Au, alles gut. Diese verirrenden Blitze, ne? Kommt noch mehr. Huiuiuiui. Heilige. Dimbam. Hier bei den Dingern ist recken. Nahkampfwaffe auf jeden Fall nicht so angesagt. Nee. Am besten man wirft dir eine Granate ins Gesicht. Eine Granate. Und schnell nachladen, wie es hier weitergeht. Was brauche ich noch an Granatenkills? 10. Nur kriegen wir vielleicht noch hin. Ah, nee, warte, meine wir müssen Luca nach hinten. Ist wenigstens bereit. Ja, wir müssen hier weiter. Oh, das klingt ja schon wieder richtig. Hier seid ihr richtig gern. Schön, dass ihr immer alle mit in den Tod reißt, wenn man einen von ihnen erledigt. Das ist eigentlich ganz nice. Wenn eins früh erledigt, dann macht's Shut-up-Hang. Oh, Knochis. Oh, jetzt. Yes. Das schreckt mich vor diesen lilanen Kugeln, aber das sind das ja nur kleine diese lila Dinger. Warum bebt das so? Hier ist ein gelber. Okay. Wo ist der hin? Ich glaube, die waren es erstmal, aber jetzt kommen wir von der Seite noch her. Schön, danke. Okay. Vorsicht, ich werfe eine Granate. Okay. Nice. Wehrt euch doch nicht so. Noch auf zu laufen. Genau. So, es geht weiter. Ich bin irgendwie froh, dass wir diese Quest machen, wenn wir schon mit dem Level weiter sind, weil auf dem Level, für die es gedacht war, werden wir ich so ein bin bisschen mir relativ ist. Sicher, dass wir richtig die Hucke voll bekommen hätten. Boah, übel. Oh, oh no. Oh Gott, ich sehe nichts. Warum? Ich mag dieses Wort nicht. Es ist so dunkel.